Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir spielen wieder GP Farming. Ja, wir wie in der letzten Folge meinen wir wieder Graf. Im CB Funk ist der Phoenix, der Julian, ja. Moin. Ja, der hat auch einen YouTube Kanal. Der ist jetzt oben rechts beim i verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Da werden dann auch Videos kommen. Genau, wir haben jetzt getauscht. Julian fährt jetzt den Big M und ich fahre jetzt den Ladewagen. Genau. Ach, ich habe gerade eine Bahn ein bisschen schief hingelegt, weil es gerade bei mir ein bisschen gelegt hat. Aber ja, vergessen wir ganz schnell. Und kippt das diesmal ins richtige Silo, nicht so wie ich gestern. Ja, ich bin ja nicht so Profi. Deswegen meinte ich das auch gestern mit der Schild, wo diese Schilder drauf standen. Der fährt voll schnell, finde ich. Der Big M? Ja, mit 25 km/h. Finde ich auch. Hey, er fährt noch. Wir können glaube ich danach schon dann ansehen. Oder halt entweder wir können Feld 18 und dann ansehen. Weil ansehen müssen wir. Auf jeden Fall dann auch. Ja. Achso, du hast da aufgehört. Ja. Mittendrin aufgehört. Ja, weil du voll warst. Achso, ja, war ich voll dran. So, dann muss ich glaube noch eine Bahn fahren oder zwei Bahnen. So. Da soll ich sonst gleich noch einen anderen Traktor holen mit so einem Anhänger und dann noch helfen schnell beim Auflandesitzen. Nee, ich glaube, nee, du kannst eigentlich dann das nächste schon mal machen, weil ja. Der sagt nämlich erst in der Nacht Regen an und davor haben wir das Gras herunter vom Feld. Glaube ich dir aber nicht. Doch. Nein. Ich sehe dich weiter oben, wie du fährst. Der Big M ist ja voll geil, weil wir es dann also noch einen anderen Mod gibt mit so, also dass den noch irgendwie von anderen Marke oder so gibt oder noch größer. Dann auch schon wieder ein bisschen größer. Ich glaube, gibt es gar nichts von denen. Ja, leider. Ah, du fährst jetzt Feld 18? Ja. Ja. Ich weiß ja gar nicht, wann das Feld da so anfängt. Man sieht das halt nicht.
bin ich einfach so, wie ich denke. Ja. Wie das Blöde an Gras. Der Nachteil. Der Dennis soll mal seine Sachen vom Händler wegfahren. Warum, was steht denn da noch? Ja, da stehen halt noch seine Sachen. Heute habe ich einen besseren Ping als gestern. Okay. Muss ich ehrlich zugeben. Wenn ich hier fertig bin, dann könnte ich schon mal vielleicht den Grubber holen. Sind die Felder? Ich glaube, die Felder sind alle ge... Ja, ich habe die das letzte Mal gekoppelt. Schau mal. Ansehen müssten wir die dann bloß. Nein, ich meine, wo das Gras ist, oder wollen wir hier Gras behalten? Gras behalten hätte ich gesagt. Weil, wir brauchen für die Produktionen. Aber dann hätte ich gesagt, wir behalten nur die beiden Felder, weil das zwei große Felder sind. Ja, wir haben ja sonst auch keine anderen Grasfelder, oder? Ja, sonst man hätte es ja auch noch anpflanzen können. Ich hätte gesagt, nur zwei Grasfelder war das. Ja, die langen. Wir viel zusammen. Außer da kommt so ein Bauer und will halt viel Gras haben. Ich weiß, was wir auf unserem Hof vergessen haben hinzubauen. Hochdruckreiniger. Oder haben wir was? Das stimmt, ja. Oder haben wir sowas auf dem Hof? Nee. Es ist ja nicht schlimm, wenn ich ein bisschen Gras stehen lasse, oder? Na nee, ist nicht schlimm. Da lass ich mal gehen. Thank you.
Wie viele Bahnen brauchst du noch bei Feld 19? Das sind jetzt dann noch zwei. Halt, ich fahr mit der, wo ich jetzt fahre, sind es drei. Wie viel Prozent hast du schon befüllt? Ja, einen Anhänger habe ich schon weg und jetzt bin ich schon wieder bei 65%. Okay, ich glaube, du kriegst die Bahn noch rein. Glaube ich fast nicht mehr. Okay, das sind auch lange Bahnen, dann näher. Bei dem Gras einsammeln habe ich immer Angst, dass ich irgendwie so Gras vergesse, was da einfach nur so rumliegt. Ja, dann wieder belasten. Okay, nee. Ich, eineinhalb Bahnen bleiben jetzt noch stehen. Halt, weil mein Ladewagen jetzt voll ist. Okay. Wie weit bist du mit deinem Feld? Ist es? Ich glaube, hier viel zu viel, was eigentlich nicht gar nicht auf dem Feld gehört, aber. Ist egal. Dann haben wir mehr Gras. Das ist halt wieder das Blöde, weil. Das einfach ich sieht. Oh, das mit dem Feldende weg ist. Also ich baue noch ein bisschen, denke ich. Ich hoffe, du wirst mich nicht umbringen, weil es gibt hier ein paar Kurven. Belastend. Ich glaube, wir bräuchten aber bald so noch einen zweiten Ladewagen. Nee. So das Gefühl. Ich glaube fast nicht. Weil wenn einer hier so fertig, wenn ich jetzt fertig bin mit dem Minen, muss halt noch so viel machen. Wenn man das zu zweit macht, muss man halt nicht so viel machen. Naja, ich glaube, das geht, weil da muss ja sowieso von uns einer schon ansehen und der andere kann, weil noch das Gras einsammeln. Hast du ja für die nächste Folge. Ja. Ja, ich meine, als ich uns einmieten und wieder schneller fertig werden hier mit dem Gras einsammeln. Da dauert es für dich nicht so lange. Ist halt auch wieder blöd, wenn du so lange brauchst. Oh, wie bin ich gerade erschrocken. Ich dachte, was ist jetzt los? Es wird gar nichts funktionieren. Du hast sich heraus gesehen, Helfer eingestellt. Ah ja, okay, der Helfer, der geht. Nichts mal beim Gras, oder? Der mäht. Echt? Ja, das habe ich ja gerade ausprobiert und ich wusste halt nicht, was los war. Weil er hat alles allein gemacht. Und ich so, hey, was kann ich hier stoppen? Gar nichts. Ah, ich habe halt ein bisschen komisch gemäht, aber weil neu 18 zu mähen, das ist schon ein bisschen komisch, weil das Feld ja so komisch geformt ist. Deswegen.
Ich glaube, ich würde wirklich gleich mal kurz einen mieten und dann helfe ich dir beim Einsammeln. Also schaffen wir das schon. So, jetzt komme ich Feld 18. Aber das Feld ist sehr komisch geformt. Du hättest es länglich mähen sollen, nicht einfach durchmähen. Das ist immer, ich mache es immer so, wie ich das auf meine Art immer so verstehe. Ich mache es immer so. Ich helfe dir sonst gleich, dann miete ich gleich noch ein und dann helfe ich dir. Ja, nee, geht. Ja, wenn du willst, kannst mithelfen. Ich stelle den Big M einfach gleich jetzt auf den Hof und lasse ihn auch erstmal dann stehen. Was machen wir dann nachher, die Jo. Fahrzeuge? Er hätte gesagt, immer nachdem, wenn wir fertig sind mit den Fahrzeugen, danach hätte ich gesagt, immer waschen und gucken, die Fahrzeuge noch heiß sind, also immer reparieren. Jo. Triggern. Komm, ich fahre mit Band. Badewagen. Und ich habe auch einen Fan-Ladewagen. Den stärksten Traktor, welchen wir bei uns auf dem Hof haben, ist wahrscheinlich der Fendt, oder? Ja. Den habe ich auch zum Gruppen genommen. Das wäre eigentlich auch schon so dreckig.
Ich habe mir jetzt einen Fendt-Ladewagen geholt. Ja. Jo. Passt eher dann. Gut. Ich glaube, wir können sogar von unseren Sorten, wo wir ansehen, schon alles ansehen. Weil Bodentemperatur ist 6 Grad und da kann man, glaube ich, schon von unseren her alles ansehen. Müssen wir mal schauen. Damit wir das dann nächste Folge ja, ansehen. Dann geht eine Folge denn schon. Es ist eine Linie hier. Fahr weiter. Wollte gerade schon sagen, wenn wir weiter aufrollen, dann dazu verknutschen wir uns gleich. Also die Trecker. Okay, ich fahr jetzt oben, fahr ich. Du bleibst hier unten da. Vom Feld her. Und ich fahre jetzt oben die Bahnen. Aber sonst treffen wir uns gleich wieder. Jetzt sollte es eigentlich auch schneller gehen. Ach, morgen bin ich. Wann bist du morgen denn da? Morgen? Ja. Auch erst wieder abends. Ja, da bin ich leider nicht da, weil ich morgen Training habe. Okay. Aber dann hast du ja wieder eine Folge. Du hast ja jetzt, glaube ich, noch wieder 3 Folgen auf Reserve, oder? Mit der hier? Nee. 2? Ja, 2. Dann hast du morgen für morgen eine und dann Mittwoch. Mittwoch, Donnerstag. Dann hast du für Donnerstag keine Folge mehr. Ja, ich muss mal schauen, ob ich vielleicht ETS. Oder machst du morgen alleine? Oder wir machen gleich noch eine kurze Folge. Weißt du, dann machen wir vielleicht gleich noch eine kurze Folge. Ja, okay. Okay, das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.